Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt's mal wieder ein What I Read Next Video für euch. Das dritte dieses Jahres schon. Und wie immer, wenn ich dann denke, starten wir direkt mit dem oder mit der Auflösung des letzten Monats. Da hatte The Moment I Lost You gewonnen und ich habe es auch gelesen. Jetzt schaltet sich mein Arbeitslaptop ein, weil ich eine E-Mail bekommen habe. Ja, so ist das. Das werden wir aber jetzt nicht rausschneiden, weil, ja, das gehört einfach zu meinem chaotischen Leben dazu. So, ich würde sagen, letzter Monat, Haken dran. Neuer Monat, neues Glück. Ihr dürft wieder aussuchen, was ich im Monat März lesen soll. Ich habe mir für diesen Monat auch wieder ein Motto überlegt und zwar heißt das mal wieder, wie heißt es denn? Buchschnitt-Edition, so heißt es. Ich bin heute irgendwie nicht auf dem Damm. Verzeiht es mir bitte. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch, bevor hier der nächste Fail passiert. Und das wäre Cards of Love von Nena Tramontani. Das Buch habe ich euch, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal in meinem Subvotings-Video gezeigt. Es hat nie gewonnen, aber vielleicht ändern wir das jetzt heute. Das ist der Buchschnitt dazu. Das Buch habe ich übrigens von der lieben Nella bekommen. Das habe ich bei ihr gewonnen. Und seitdem liegt es hier. Und das war mindestens 2021 ist erschienen. Also entweder habe ich es 22 gewonnen oder ich habe es sogar 21 gewonnen. Was ich eher denke. Ja, no comment. Das Buch ist auch vom Thema her eins, das mich total interessiert, mit Hexen und Venedig und Magie. Aber irgendwie habe ich trotzdem noch nie dazu gegriffen. Vielleicht ändert sich das ja jetzt heute. Ein plötzlicher Todesfall, ein ehrwürdiges Grand Hotel in Venedig, ein Stockwerk, das von seltsamen Schauspielern bewohnt wird. Giulietta, die ihnen die Karten legt und auf der Suche nach Antworten ist. Malvolio, der sie in seinen Bann zieht. Noch ahnt Giulietta nichts von der Gefahr, die hinter seinen Worten lauern. Der Gefahr, nicht nur ihr Herz, sondern alles zu verlieren. Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 habe ich auf der Buchmesse in Frankfurt gekauft. Springstorm von Marie Grashoff. Ich finde ja, sie designt immer wunderschöne Cover. Also die Frau hat echt ein Auge dafür. Und die Bücherbüchse hat das Ganze nochmal verschönert mit diesem wunderschönen Buchschnitt. Ich glaube, das ist wirklich einer der schönsten, die ich im Regal stehen habe. Und das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich das Buch in die Hand nehme und euch zeige. Eine liebe Dame aus der Community hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass Band 2 gerestockt wurde. Ich wollte dann direkt eins kaufen, habe es dann wieder vergessen. Ein paar Tage später habe ich nochmal dran gedacht, habe es dann wieder vergessen. Ich müsste langsam mal reinschauen, ob es immer noch Exemplare davon gibt. Auch wenn ich immer denke, ach, du hast Band 1 noch nicht mal gelesen, warum solltest du dir dann schon Band 2 kaufen? Aber das ist hier so ein Kopfding. Wenn ich Band 1 gut finde und in dieser Edition habe, dann hätte ich halt eben einfach auch gern Band 2 in dieser Edition. Ja, ich werde nachher auf jeden Fall mal reinschauen und wenn ihr das Buch auswählt, dann muss ich das andere ja zwangsläufig kaufen. Also ich möchte euch da jetzt nicht in eine Richtung drängen, aber ich sag's nur mal so. An der Academy of Cosmic Powers werden nur Menschen angenommen, die nach einem Meteoriteneinschlag besondere Fähigkeiten entwickelt haben und dort lernen sollen, ihre Macht sinnvoll zu nutzen. Als Cora den Aufnahmetest besteht, geht für sie ein Traum in Erfüllung. Denn offiziell hat man bei ihr nie eine Cosmic Power nachweisen können. Doch der Traum wird schnell zum Albtraum. Einige der Studierenden sehen sie als Eindringling. So auch die mutige und selbstbewusste King, die alles verkörpert, was Cora gerne wäre. Sie ist talentiert, schlagfertig, zielstrebig und die mächtigste Studentin an der Akademie. Ausgerechnet zu ihr fühlt sich Cora hingezogen, aber King macht ihr schnell klar, dass sie nichts von Cora hält. Als allerdings ein Krieg zwischen Cosmics und Menschen auszubrechen droht, ist Zusammenhalt wichtiger denn je und Cora und King müssen zusammenarbeiten. Können sie in Anbetracht der Gefahr ihre Rivalität überwinden? Buch Nummer 2. Buch Nummer 3 habe ich euch tatsächlich auch schon ein, zwei Mal im What I Read Next Voting gezeigt. Und zwar ist das Welch grausame Gnade. Und das ist der Chest of Fandoms Buchschnitt. Hallo, Scharfstellen. Da
Da ist Band 2 auch schon lange, lange erschienen. Ich habe es damals auch mit so einem schönen Schnitt hinten drin bekommen. Also das hat mich ein bisschen genervt. Aber ja, was willst du tun? Mit denen kann man ja nicht diskutieren. Auf jeden Fall bin ich eben wegen diesem wundervollen Service bei COF auch noch die ganze Zeit am Zweifeln, ob ich mir den zweiten Band in der Edition kaufen möchte. Dann habe ich mir überlegt, lies doch einfach mal das Buch und wenn es dir gefällt, kannst du es immer noch überlegen und wenn es dir nicht gefällt, dann verkaufst du es einfach mit Buchschnitt und gut ist. So der Plan. Auch hier könnt ihr mich wieder in die Richtung pushen, damit ich da mal in die Gänge komme. Und mit Gang sind wir auch schon beim Inhalt des Buchs. Ach Gott, diese Überleitung. Ein Traum. Eine Blutfehde zwischen zwei Gangs färbt die Straßen von Shanghai rot und lässt die Stadt hilflos im Chaos versinken. Im Zentrum des Geschehens steht die 18-jährige Juliette Kai, die aus New York zurückgekehrt ist, um ihre Rolle als stolze Erbin der Scarlet Gang zu übernehmen. Ein Netzwerk von Kriminellen, die weit über dem Gesetz stehen. Ihre einzige Rivalen um die Macht sind die White Flowers, die die Scarlets seit Generationen bekämpfen. Jeder Schritt der White Flowers wird von Roma Montago geplant, Juliettes erste Liebe und ihrem ersten Verrat. Doch als die Gerüchte über eine Krankheit umgehen, die alle in den Wahnsinn treibt und sich die Todesfälle häufen, müssen Juliette und Roma ihre Waffen und ihren Zorn beiseite legen und zusammenarbeiten. Denn wenn sie dieses tödliche Chaos nicht aufhalten, wird es keine Stadt mehr geben, die sie regieren können. Buch Nummer 3. Und das letzte Buch, das ich euch zur Auswahl stelle, ist Lore, die Spiele haben begonnen. Sie kämpft um ihr Leben. Richtig, richtig schönes Cover, an und für sich schon. Es ist ein eckiges Buch, was ich auch richtig cool finde. Es hat jetzt, wenn ich es oben im Display sehe, so ein bisschen Herr der Ringe-Style. Zumindest was diese Seite angeht. Vielleicht auch, weil es Lord of Ring heißt. Nein, keine Ahnung. Ich bin heute ein bisschen neben mir. Ihr müsst es mir bitte verzeihen. Es ist die Edition der Rich Crown Box. Richtig, richtig schön. Und auch eins der schönsten Cover-Buchschnitt-Gedönsis, die in meinem Schrank hier stehen. Und auch das Innenleben ist richtig schön gemacht. Also ich liebe alles daran. Ich liebe einfach alles daran. Ja, das wäre auch über Buch Nummer 4 und ich erzähle euch jetzt, um was es geht. Auch wenn das nicht so schwer zu erraten ist, wenn hier Medusa von drauf ist. Seit 7 Jahren läuft Lore vor ihrem Schicksal davon. Einst war die Jagd auf griechische Götter ihr Leben, bis diese ihr alles genommen hat. Die Vergangenheit holt sie jedoch schlagartig ein, als die nächste Jagd erneut in New York stattfindet und eine der letzten ursprünglichen Göttinnen sie aufsucht. Athene bietet ihr ein Bündnis gegen den neuen Ares an, der Lores Familie ermordete. Aber schon bald muss Lore erkennen, dass es um viel mehr als ihre persönliche Vergeltung geht, denn Ares möchte die ganze Welt in Schutt und Asche legen und ausgerechnet Lore, die nichts mehr mit den Göttern zu tun haben wollte, muss ihn aufhalten. Buch Nummer 4. By the way. Ich habe sie euch alle vorgestellt und natürlich zeige ich sie euch auch nochmal im Schnelldurchlauf, damit ihr alle nochmal auf dem Schirm habt. Zum ersten wäre das Nena Dramutanis Cards of Love Band 1. Dann Springstorm, auch Band 1 als Buch Nummer 2. Buch Nummer 3 wäre Welch grausame Gnade. Und Buch Nummer 4 Lore, die Spiele haben begonnen. Jetzt liegt es an euch. Ihr dürft entscheiden, was ich nächsten Monat lesen möchte, beziehungsweise bis das Video hochgeladen ist, ist es, was ich diesen Monat lesen möchte oder soll. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und hoffe ebenfalls, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!